Hey Leute, willkommen zurück zu Sally Face. Wir haben letztes Mal Larry kennengelernt, den Sohn von der Hausmeisterin, und er hat uns erzählt, dass der Dicke, der mit den Ponys, der hat die Frau umgebracht hier auf unserem Stock. Ja, und jetzt müssen wir eben rausfinden, was da genau passiert ist. Wir haben schon einen Plan, und zwar wollen wir hier mit dem Funkgerät Larry anfunken. Gut, ich bin jetzt in meinem Zimmer und er legt die Polizei ab, sagt er. In Ordnung, ziehen wir es durch, ich rufe jetzt an, warte eine Sekunde. Ob das klappt, Larry? Ich weiß nicht. Das ist ein total blöder Plan. Okay, fertig. Es war ein ganz schöner Tumult, also glaube ich, dass es geklappt hat. Versuch jetzt in 403 reinzukommen. Oh, Larry, Larry, Larry. Hey, Giz. Ah. Oh. Ich wäre auch manchmal gerne Katze, obwohl ich dann den ganzen Spaß hier nicht hätte mit Internet und Spielen und so weiter. Oh Gott. Das ist bestimmt noch alles voller Blut, ha? Alter Schwede! Der hat die geschlachtet. Der hat ihr nicht nur die Kehle aufgeschlitzt. Da steht ein kaputter Kaffeetisch mit alten Büchern. Sieht es aus, als ob es von Bedeutung wäre. Sieht nach Gerümpel aus. Okay, dann such weiter, da muss noch was sein. Ach du Scheiße. Oh, warte mal, auf dem Kissen, ist das ein S oder eine 5? Oder ist das einfach nur so ein Kringel? Ich schreibe mir das mal auf jetzt. Kann es sein, dass sich die Zahlen immer wiederholen? Weil das letzte Mal hat es ja auch mit einer 5 angefangen. So. Vielleicht ist es von Relevanz, deswegen schreibe ich mir das mal auf. Oh Gott. Mann, das ist ziemlich krank. Erklär's mir! Ja, wollte ich doch. Oh Gott, die Ponys. Die hat auch die Ponys gesammelt, dieses Miststück. Und deswegen hat er sie wahrscheinlich getötet. Das sind kleine Figuren. Dem Fleck im Blut nachzuurteilen, sieht es so aus, als würde eine fehlen. Das ist es. Jetzt weiß ich, wie wir ihn dran kriegen. Geh raus und komm in den Keller. Ich wollte noch in die Küche. Der hat die Figur geklaut und bei sich in den Schrank gestellt. Der wollte einfach nur diese Kackfigur haben, oder was? Sanderson und Charlie haben beide diese komischen Spielzeuge gesammelt. Die waren ganz verrückt danach. Mrs. Sanderson hat dieses ganz seltene oder sowas. Sie hat mir davon erzählt, wie ich ihre Toilette repariert habe. Ich wette mit dir, dass Charlie nicht widerstehen konnte, es zu nehmen. Es würde mich nicht mal wundern, wenn er sie deshalb kalt gemacht hätte. Der Kerl war mir nie geheuer. Irgendwas beunruhigt mich an ihm, verstehst du? Wow, das ist verrückt. Dieser Typ muss dingfest gemacht werden. Wir können nicht mit einem Mörder im selben Haus wohnen. Genau. Deswegen musst du dich in Charlies Raum schleichen und schauen, ob du das Spielzeug findest. Moment, was muss ich machen? Ich habe mich schon in 403 geschlichen. Charlie kann mich nicht ausstehen. Er würde mich nicht mal reinlassen, behauptet, ich hätte Snacks aus seinem Raum gestohlen. Snacks! Blöder Fettsack. Okay, okay, ich mach schon, sonst bekomme ich sowieso kein Auge mehr zu. Cool, du bist das Beste, Sally. Hier, nimm diesen Sack. So könntest du das Spielzeug reingeben, ohne es zu berühren. Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass du das schon mal gemacht hast? Nein, ich sehe nur viele schlechte Filme. Oh Mann. Wir bringen uns in Lebensgefahr, Alter. Ein Plastiksack, mit dem ich das Spielzeugpony aus Charlies Zimmer nehmen kann. Ich mache einen Stift wieder zu, sonst habe ich die ganze Zeit. Es stört. So. Ich habe mir erstmal. Warte mal, ich habe doch ein Viertel Dollar. Kann ich mir jetzt einen Snack hier rausziehen? Ich soll ja öfter mal die Punkte abklappern. Vielleicht ist der Geist wieder da. Ja. Also geht es ja nur um Geister, also um den Mörder, oder geht es auch um Geister? Ich finde es gerade super interessant, Leute. Ich bin aber nicht wirklich hungrig. Ich heb mir den Viertel Dollar lieber für was anderes auf. Die Waschmaschine vielleicht. Ist ja auch mit Geld. Nee. Soll ich dem Dicken vielleicht mal so ein bisschen Rattengift unterjubeln im Schokoriegel? Das würde der bestimmt essen, als wäre es seine letzte Mahlzeit. Jemand zu Hause. Oh, 204 war der, ne? Ja. Oh Gott, diese Viecher sehen so schon gruselig aus. Guck mal, die Teddybären übrigens mit dem Schnurrbart. Und ich bin auch der Meinung, ein Sammler nimmt nichts aus der Packung. Was ist das für ein Typ, ey? Was bist du? Ein verrückter Sammler. Ich weiß, die sind schon cool, oder? Ja. Sau cool. Na? Also? Ich verstehe schon. Dir versteckt jetzt die Sprache beim Anblick dieser großartigen Sammlung. Ja? Keine Sorge, immer wenn ich zu Hause bin, kannst du vorbeischauen und sie dir wieder ansehen. Hatte ich das nicht schon mal? Lebst du hier alleine? Mein kleines Stückchen Himmel, nur ich und meine Sachen. Lebst du hier alleine?
Nee, hatte ich schon. Alleine schau dich um, ich bin in bester Gesellschaft. Naja, es ist nett zur Abwechslung mal Besuch zu haben, denke ich. Ich bin gleich zurück. Oh, rieche ich da Allison-Tee? Ja, ich habe gerade einen von... Oh, ich liebe Allison-Tee, gib her! Oh Gott. Jetzt ziehst du dir rein. Ah, der schmeckt so gut und entspannt. Wow. Geht, die geht. Weißt du, ist alles eigentlich ganz neu, nur der Sessel ist richtig siffig? Oh, ich bin wohl einen Moment angenickt. Ich hoffe, du hast nicht versucht, einen meiner Ponys zu nehmen, Sal. Ich habe gerade angefangen, dich zu mögen. Ich würde nicht mal im Traum daran denken, Charlie. Sehr gut, da bin ich aber beruhigt. Also für den Fall, dass du noch Tee von Allison holst, hätte ich gerne auch noch ein Schlückchen. Mr. Allison gibt mir heute keinen mehr. Mr. Allison gibt mir heute keinen mehr. Oh Gott, dieser Typ, Mann. Er ist so widerlich. Ich bin auch dick, aber ich sehe nicht so aus. Ach, warte. Ja gut, ich habe schon einen Plan und das wird auch funktionieren, denke ich. Schlaftabletten reinwerfen in den Tee. Ich würde ja Rattengift nehmen. Nein, Spaß. Guten Tag, junger Mann. Neuer Bewohner des Edisons Apartments, Zimmer 402. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gerne noch ein bisschen Tee. Kommt sofort. Hier, bitte, mein Herr. Wohl bekommt's. Er ist gruselig. Ach, Mann. Ich weiß nicht. Das würde natürlich passen, aber warum sehen die Polizisten das nicht? Das ist ja oft so in solchen Sachen hier. Das wird diesen fetten Bastard ganz sicher außer Gefecht setzen. Hoffentlich war es das wert. Aha. Allisons Tee mit ein wenig Schlafmittel vermischt. Wenn er das getrunken hat, wird Charlie nicht mehr so schnell aufwachen. Vielleicht nie wieder. Ich finde das cool, ich mag so Spiele. Das ist... Also nicht, wo man Leute umbringt, sondern... Wo man einfach irgendwelche gruseligen Rätsel löst oder... Ja, das ist halt schon ganz schön krass. Also wenn ich überlege, dass das bei mir im Haus so wäre, dann würde ich mich nicht wohlfühlen. Ja, ich habe wieder Tee von Mr. Allison bekommen. So sehe ich das Zeug aus Liebe. Ich weiß nicht, ob ich davon noch einen Tropfen heute runterbekomme. So seltsam das auch klingen mag. Wirklich? Aber er ist ganz frisch und heiß. Na, ja, vielleicht. Nein, ich will es nicht übertreiben. Ich habe wahrscheinlich schon mehr als 20 Hefer gehabt. Ganz sicher? Das ist ein neues Rezept von Mr. Allison. Also das hat er neu ausprobiert. Ich hatte schon 3 Tassen davon und ich dachte, es wäre viel besser als die andere Sorte. Ich habe sogar... Oh, das muss ich ausprobieren, gib her! Wow. Okay. Ah, das ist besser als der normale. Ich weiß nicht, wie er da... Ja. Ich würde gerne mal wissen, was das ist wirklich, weil wenn man das überdosieren kann, wie er denkt hier, dann... Wahrscheinlich will er einfach nur, dass die Leute die ganze Zeit cool drauf sind und ihn nicht nerven. Ich habe das Spielzeug geschafft. Da ist halt echt noch Blut dran. Sag mal. Nichts Nützliches hier. Nur diese seltsame Pony-Sammlung eines alten Mannes. Na gut, so alt ist der jetzt, glaube ich, nicht, oder? Sally, mein Freund. Sally Face, mein Freund. Viel Glück. Ah, nee, das hat er gesagt. Sally Face, mein Freund. Okay. Ja, und nu? Was mache ich jetzt? Mache eine Aussage beim Detective. Ach so. Ach, der ist noch da, oder wie? Warte mal, da müsste er hier im ersten Stock sein. Was ist hier los? Hallo, junger Mann. Die Dialoge hatte ich doch schon. Hä? Ach so. War es Mord? Darüber kann ich nicht sprechen. Ich glaube, ich weiß, wer es getan hat. Hast du mit diesem Larry-Burschen geredet? Ich habe kein großes Vertrauen in vorbestrafte Teenager. Hör zu, ich finde es nett, dass ihr Kinder helfen wollt, aber solange du keine Beweise hast, solltest du nicht anfangen, Gerüchte zu verbreiten. Ich habe aber Beweise. Lass mal sehen. Das ist aus Charlies Zimmer? Wie hast du das bekommen? Ich habe nur bei den Nachbarn Hallo gesagt, wissen Sie? Ich wollte mich nur mal vorstellen. Ich war da mit Charlie und er hat mir seine Spielzeuge gezeigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass auf einem Blut drauf ist. Ich war mir sicher, dass das ein Beweis sein könnte, also habe ich es in diesen Sack mitgenommen. Na sowas, ein kleiner Möchtegern-Detektiv, was? Haha, danke Kleiner, den nehme ich mit. Aber das nächste Mal kommst du mit so einer Info zu uns und bringst dich nicht selbst in Gefahr, verstanden? Ja, Sir, ganz sicher.
Okay, das ging ja überraschend gut. Ah, hier sind noch. Okay, da sind noch die ganzen Briefkästen. Steht denn hier? Missing Sandwich. Local Show. Babysitter Wanted. Für wen denn? Please post over. Please don't post over other notes. Thank you. Und da einfach drüber gepostet, das ist so gut. Das finde ich sehr lustig. Ich mag so solchen Humor. Egal wie dämlich es auch ist. Oh, wir können wirklich raus? Hätte ich nicht erwartet. Hey. Er sitzt schon in der Karre. Hallo. Ich bin unschuldig, ich schwöre. Ich dachte, du wärst mein Freund. Ja, vielleicht nicht. Ich weiß ja nicht. Das würde jeder sagen, der schuldig ist, oder? Niemand war da, als ich durch das Heckfenster den Van... also habe ich durch das Heckfenster den Van geschaut. Bitte was? Bringing smiles to the dead. Ach du Scheiße! Oh Gott, der hat ihr den Schädel gespalten. Das war nicht nur die Kehle. Wie hat der nochmal gesprochen? Es muss ein grässlicher Anblick gewesen sein, besonders für so ein junges Kind, wie sie es waren. 15 Jahre jung und sie mussten schon Zeuge einer zweier Gräueltaten sein. Das muss sie sehr traumatisiert haben. Sicher, ich denke schon. Erst Jahre später kam Charlies Unschuld durch neue Beweise ans Licht. Oha. Nach zahlreichen Jahren, die er hinter Gittern verbringen musste, wie fühlen sie sich, wenn sie das hören? Ich bin nicht von seiner Unschuld überzeugt. Ja, das sagten sie bereits. Und Larry? Was soll mit Larry sein? Wie ich bereits sagte, der Typ war mein bester Freund bis zum Ende meiner Highschool-Zeit. Und nach ihrer Highschool-Zeit? Das hatten wir bereits. Nach meinem Abschluss haben wir uns aus den Augen verloren. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Es scheint sie aus der Fassung zu bringen, wenn ich von ihm spreche. Ich weiß nicht, was es bringen soll, immer dieselben Fragen durchzukauen. Ich dachte, sie sollten mir helfen. Ich verstehe ihre Frustration, Sal, wirklich. Ich möchte ihnen gern helfen, aber sie scheinen etwas zu verheimlichen. Ich kann ihnen nur helfen, wenn sie ehrlich zu mir sind. Verstehen sie, was ich meine? Ja. Unglücklicherweise ist unsere Zeit für heute auch schon vorüber. Oh, Leute, hat Larry etwa die Frau umgebracht? Wer weiß. Warten Sie, es geht um Larry. Es tut mir leid, Sir. Sie wissen, dass ich den Zeitplan genauestens einzuhalten habe. Bitte kommen Sie in unserer nächsten Einheit auf Ihre Gedanken zurück. Ja. Nächste Woche ist unser letzter Termin vor Ihrer Hauptverhandlung. Daher hoffe ich, dass Sie sich von mir helfen lassen. Hauptverhandlung? Ist er im Knast? Ich denke nicht, dass Sie ein Mörder sind, Sal. Alter, was? Alter, was ist das für ein Plot-Twist? Da sind Sie wohl der Einzige. Boah, ist das fies. Charlie's Pony. Ach du Scheiße, Leute, das ist okay, das ist... Sal? Sally, wo bist du? Wow, Leute, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, der ist ein ganz normaler Typ beim Psychiater, der über seine Traumata redet. Ach du Scheiße, was ist das? Das geht ja noch tiefer, als ich jetzt gedacht hätte. Oh, Bürgerchen. Ich finde das cool. Wie gesagt, das ist alles selbst gezeichnet. Oh. Lauf nicht so weit weg, Liebling. Aber ich will den Hund sehen, Mama. Kannst du ihn nicht hören? Warte doch einfach, bis Papa hier ist, okay? Er wird jeden Moment da sein. Aber ich will ihn unbedingt sehen. Bitte? Bitte, darf ich den Hund streicheln gehen? Na gut, Sal. Warte noch einen Augenblick. Ich hole noch meine Handtasche. Dann gehen wir gemeinsam. Juhu, ich warte da drüben bei den Bäumen. Oh. Eine Kindheitserinnerung. Aber warum ist... Ich verstehe es nicht. Ich hoffe, dass das wird noch aufgelöst alles und nicht nur so wieder im Trüben gelassen. Weil sowas finde ich dann ehrlich gesagt immer ein bisschen doof. Oh. Oh. Da war er. Der Hund, der... Das ist ja so ein Symbol für irgendwas. Ach du Scheiße. Dein Gesicht. Ach du Scheiße. Oh, ist das mies. Der schlotzt alles voll. Ich habe auch so ein Bild im Kopf übrigens als Kind. Da habe ich mir irgendwann mal an der Stirn eine ziemlich fiese Platzwunde geholt und mein ganzes Gesicht war voller Blut. Ich habe das immer noch so im Kopf.
dass ich vorm Spiegel stehe und mein ganzes Gesicht ist voller Blut. Wach, habe ich heute noch eine Narbe? Sieht man aber zum Glück nicht so wirklich. Oh, scheiße. Leute, ich will da nicht rein, das ist gerade richtig. Ah! Oh. Guck mal, A666. Mhm. Das ist nur mal ein Schild. Aha, man hat ja manchmal solche Erinnerungen. Oh, danke nochmal, dass du mir mit der Toilette hilfst. Das war nicht Sally. Kein Problem, Mrs. Sanderson. Ich bringe das in 0, nichts wieder in Ordnung. Wunderbar. Normalerweise würde sich Herman um sowas selbst kümmern, aber leider sind seine Finger wie Bananenschalen. Und du weißt ja, wie leicht man auf denen ausrutscht. Ich verstehe. Vielen lieben Dank, Larry. Das Badezimmer ist da drüben. Ach, das ist jetzt unsere Erinnerung, ja? Er erinnert sich jetzt quasi... Also das ist das, was er nicht sagen wollte, was Larry... Das sind die Figuren. Hm, guck mal, ihre Beine. Ja. Sie mag es natürlich. Was für ein riesiges Badezimmer. Alter. Ah, du Scheiße. Das wird nicht besser mit den Toiletten hier. Okay. Ah! Ach du Sch... Ja, im wahrsten Sinne. Ach du Scheiß. Okay. Ah, okay. Ich kann wirklich halt nur links und rechts... Du da! Bitte, hilf mir! Was ist los? Das Wasser! Es hat aufgehört, so durstig! Keine Sorge, ich weiß, wie ich das wieder hinkriege. Bitte, beeil dich! Okay! Das ist ein sehr kranker junger Mann, Sally. Ich meine, er soll hier 15 gewesen sein. Ich weiß nicht, ich komme da irgendwie nicht so drauf klar. Er sieht sehr klein aus für sein Alter und sehr schmal. Ich weiß ja nicht, wie lange es mit seiner Mutter zu dem Zeitpunkt hierher war, aber... Soll ich das jetzt echt einschalten? Ich warte noch. Mal über raufklettern. Warte mal, ich gehe erst mal gucken, was hier oben noch ist. Wo ich das Pony hier mit... Okay. Am Ende mache ich das Pony mächtig und die wachsen Flügel und er kriegt einen Giftstachel. Ach, warte mal, da sind mehrere. Na gut, da geht es jetzt wahrscheinlich... Hä? Nee, warte. War das ein anderer Gang? Nee. Eigentlich recht simpel, aber die Schalter. Ja. Nee, das war der falsche. Ah, das ist jetzt irgendwas mit der richtigen Reihenfolge, ne? Ach nein. Ah. Der war der erste. Ich verstehe es nicht ganz mit dem Pony. Ah, sehr gut. Muss ich nicht nochmal laufen. Das ist so verrückt. Ich und mein Pony, sein Name ist Johnny. Wir reiten in den Sonnenuntergang. Kennt ihr das? Es hat geklappt. Ich finde, also wer das Lied kennt man eigentlich. Nur mal so. Also jetzt so als Randinfo, aber der Name der Band ist fantastisch. Ich glaube, tote Cracknutten im Kofferraum. Hä? Oh, das Wasser sieht gut aus. Das Pony nicht so. Es hat sich totgesoffen. Guck mal. Das Horn hat sogar hier die Wand durchstoßen. Guck mal, die Arschbacken. Sind die haarig? Oh Gott. Ja, so repariert man Toilettenkinder. Im Geist von Geisteskranken. Oh nein. Leute, ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Cliffhanger. Wenn ihr wissen wollt, was passiert, schaltet gerne nächstes Mal ein. Ich danke euch sehr fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr das Video bewertet. Am liebsten sogar mit einem Daumen nach oben. Ja, ihr könnt auch einen Daumen runter geben. Und was schreiben dazu. Wäre cool. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.